Yes, geht's euch gut? ICF Grünheide. Ja, herzlich willkommen euch auch allen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin seit 2 Jahren ungefähr hier in der Gemeinde mit meiner Frau und wir fühlen uns echt wohl. Und ich lade dich ein, deine Lauscher ganz weit aufzumachen. Ich habe eine tolle Message am Start. Und mir ist wichtig, dass du hier heute nicht nur sitzt, um irgendwie dein christliches Ritual irgendwie abzuhalten, sondern um empfangsbereit zu sein. Und deswegen möchte ich mal kurz beten und dass du einfach ja, bereit bist für das, was Gott dir heute mit auf den Weg geben möchte, vielleicht auch in deine ganz konkrete Lebenssituation. Gott, ich danke dafür, dass du hier bist. Ich danke dafür, dass du willst, dass wir wachsen, Gott, dass wir wachsen in dir, in deine Richtung, Gott. Und ich bete einfach, dass du ja, unsere Ohren weit machst, dass wir auch in unserem Herzen einfach bereit sind für das, was du für uns hast. Segne einfach meine Worte und ja, segne diesen Tag. Amen. Wir sind in einer ganz interessanten Themenreihe, nicht wahr? Und sie heißt Grow, es geht um Wachstum. Und letzte Woche hat André hier gepredigt und siehe da. Es wächst, es wächst. Warum wächst es? Weil der Boden weich ist und weil er fruchtbar ist dadurch, nicht wahr? Dadurch kann der Same tief in den Boden reinfallen und kann Frucht bringen. Und so soll es auch bei dir und bei mir sein. Ja? Wenn wir unsere Herzen weich machen vor Gott, dann kann Gott etwas in unser Leben hineinlegen. Wenn sie hart sind, ja? Wenn unser Herz hart ist, dann sagt, pass mal auf, diese ganzen Christen, diese Heuchler, mit denen wir nichts zu tun haben, ja? dann wird es nichts. Dann wird es nichts. Deswegen lade ich dich ein, mach dein Herz weit und hör gut zu. Ich glaube, dass Wachstum erwartbar ist, ja? dass das Wachstum etwas Natürliches sein kann in der Bibel. Ja? Oder wenn wir als Christ unterwegs sind, dann ist Wachstum etwas, was total natürlich ist. Ja? Ich habe in meinem ersten Job, da war ich Hortleiter in einer Grundschule gewesen, mit einer Kollegin mal ein Gespräch geführt, oder ich habe immer wieder Gespräche geführt, aber eins ist mir irgendwie hängen geblieben, leider im negativen Sinne, und zwar war das eine stellvertretende Leitung gewesen und wir sind so über den christlichen Glauben nochmal ins Gespräch gekommen, es war eine christliche Einrichtung und sie sagte so, du Ben, ich bin einfach froh, wenn ich in den Himmel komme. Ich will einfach überleben. Ja? Ich will es einfach nur irgendwie schaffen. Und ich denke mir, okay, das ist eine geile Werbung, nicht wahr? So als Christ, ja, du willst einfach nur überleben, du willst einfach nur irgendwie dich durchs Leben schlängeln und es gerade so irgendwie in den Himmel schaffen. Was ist das für eine Message, was ist das für eine Botschaft, nicht wahr? Das ist doch, also damit kannst du doch keine Menschen gewinnen, oder? Also es ist doch irgendwie eher eine Anti-Werbung. Ich finde, es ist ein ehrlicher Gedanke, den sie mir damals so geteilt hat, aber ich hoffe, sie ist nicht dann in diesem Gedanken stehen geblieben. Ja? Und vielleicht bist du auch gerade in so einem Moment, wo du sagst, boah, ich will einfach nur überleben. Meine Familie, mein Mann, meine Frau, meine Lebenssituation, ich will einfach nur irgendwie als Christ durchhalten. Ja? Vielleicht ist das gerade auch so ein Moment in deinem Leben. Bleib bei diesem Gedanken nicht stehen. Ja? Ich lade dich ein, grow bedeutet Wachstum. Und in der Bibel dürfen wir sehen, dass wir wachsen dürfen in Gott und zu Gott hin. Ein Gedanke, der mir irgendwie in der Predigt oder in der Vorbereitung immer wieder gekommen ist, war, dass es uns eigentlich schon sehr gut geht, nicht wahr? Auch wenn wir manchmal so durchs Leben uns irgendwie kämpfen, geht es uns doch häufig einfach sehr, sehr gut. Ja? Und dann machen wir uns auch gerne mal bequem. Ich habe jetzt hier leider nicht so einen schönen Sessel, den gab es hier mal, ich hätte mich da gerne reingesetzt. Ja? Aber ich glaube, dass wir so in unserer Sphäre, in der wir leben, häufig so einen Moment haben oder so Gedanken kommen, wo wir sagen, ey, mir geht's doch gut. Ich muss doch eigentlich gar nicht so viel machen als Christ. Ja. Mir darf es doch einfach mal gut gehen, oder? Muss ja nicht allen Leuten schlecht gehen. Ja. So ein bisschen nach dem Prinzip, nach mir die Sintflut, Hauptsache mir geht's gut. Ja, wir sorgen immer dafür, dass es weniger Jesus und mehr Welt in unserem Leben gibt, weil wir wollen ja die schönen Dinge auch genießen, die Welt uns zu bieten hat. Und ich sag mal, da ist erstmal grundlegend nichts falsch dran, ja. Aber wir müssen unser Verhältnis, unsere Rolle irgendwie zwischen Gott und uns mal vielleicht nochmal neu definieren oder neu justieren. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie der Kontrolleur sind und Gott irgendwie so ein nettes Nebenprodukt ist, sondern dass Gott Gott ist. Und dass wir Menschen sind, die eben ja, von ihm abhängig sind. In Sprüche 10, Vers 9 heißt es, dass die Furcht Gottes der Anfang aller Erkenntnis ist. Es ist der Beginn der Erkenntnis Gottes, ihn zu fürchten, ihn ernst zu nehmen. Und ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Ich war 2017 mit meiner Familie
bei einer Kinderkonferenz von Angela Merkel, ne, also Angela Merkel. Du kannst ja von der Politik halten, was du willst, nicht wahr? Und da waren bestimmt auch ein paar Leute, die gesagt haben, mit CDU kann ich nicht viel anfangen. Aber in diesem Raum, da gab es, das war so eine respektvolle Atmosphäre gewesen, okay? Angela Merkel war nicht weit weg von dir, du bist an der vorbeigelaufen, da sind noch viele andere Leute noch lang gelaufen. Das war einfach, es war so eine Atmosphäre von, wir schätzen uns hier gegenseitig, wir nehmen uns hier gegenseitig ernst, ja? Ich gehe nicht irgendwie zu Angie und sage, ey Angie, yo, was geht bei dir, ja? Sondern da war so Respekt gewesen, ja? Und ich glaube, darum geht es auch in der Rolle zwischen uns und Gott, dass wir Gott respektieren, dass wir Gott ernst nehmen, dass wir ja merken, dass Gott eben mächtig ist. Ne? Also das haben die Leute auch damals in diesem Raum gespürt, dass die Frau Merkel eine Frau ist, die zu den mächtigsten Menschen auf diesem Planeten gehört, ja, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und das war, wie gesagt, eine Kinderkonferenz, war aber auch lustig. Ja? So die letzte Frage an Angela Merkel hat meine Tochter gestellt, da waren sie damals 5, die Livi. Es waren so ganz viele kluge Fragen gewesen, okay? Und dann die letzte Frage, so, die zeigt auf, ich habe auch eine Frage und alle erwarten irgendwie, jetzt kommt nochmal eine Frage zu Putin oder zu Trump oder zu irgendwas, ne? Und sie fragt, Frau Merkel, wann hatten Sie den ersten Wackelzahn gehabt? Und hat sie beantwortet, ja? Dann hat sie meine Tochter auch gefragt, wann sie denn ihren ersten Wackelzahn hat. Ich war auf jeden Fall stolz gewesen, stand auch in der Zeitung. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir für uns auch nochmal neu wahrnehmen müssen, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass Gott diese Welt gemacht hat und dass der Ursprung allen Lebens nicht dein Können ist, sondern Gottes Wille. Und ich lade dich ein, deswegen heute gut zuzuhören und vielleicht auch nochmal so persönlich in deinem Leben, deiner Familie, mit dir selbst auszumachen, ey, wo habe ich Gott in meinem Leben hingestellt? Generell bin ich zumindest so ein Typ, der ich sage, ich will wachsen. Ich glaube, geht dir auch so. Du sagst, ich will wachsen. Ich will nach vorne. Ich will, dass es weitergeht in meinem Leben. Ich habe Ziele in meinem Leben. Und wenn das nicht so ist, ja, dann ist irgendwas falsch, oder? Wir haben in Deutschland im letzten Jahr 44,4 Milliarden Euro ausgegeben für psychische Erkrankungen. Das ist die zweithöchste Ausgabe im Krankheitssektor gewesen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Es gibt viele, viele Menschen in diesem Land, die psychische Probleme haben, psychische Herausforderungen haben und zum Arzt gehen, weil sie irgendwie sich verlaufen haben im Leben, weil Dinge einfach falsch und schief gelaufen sind. Und wir als Christen, wir sind das Licht dieser Welt, nicht weil das Licht irgendwie in uns drin ist, weil wir irgendwie so viel schlauer sind. Nein, weil dieser Gott in uns lebt, weil wir abhängig von ihm leben sollen. Und wenn wir abhängig von ihm leben, dann ist Wachstum in seine Richtung auch das, was entsteht. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Wir wollen zu Christus hinwachsen. Wir wollen nicht irgendwie in eine geile Karriere wachsen. Wir wollen nicht irgendwie, in den Urlaub hineinwachsen, unser Leben ausrichten auf ein Einfamilienhaus, auf eine nette Familie, sondern wir wollen zu Jesus hinwachsen. Weißt du, wenn du in deinem Leben merkst, dass die Gottesbeziehung irgendwie krankt und irgendwie tot ist und irgendwie taub und still ist, da liegt es vielleicht daran, dass du nicht in deinem Leben zu Jesus hinwächst, sondern in irgendwelche anderen Himmelsrichtungen. Ja? Und ich lade dich ein, dir darüber Gedanken zu machen, in deinem Leben, in deinem Alltag, wo will ich hin, wohin wachse ich überhaupt? Was ich cool finde, ich habe vor kurzem so ein Reel gesehen und da möchte ich euch kurz die Gedanken teilen. Und zwar gibt es ja immer wieder Menschen, die sich beschweren, dass es so Heuchler in christlichen Kreisen gibt, nicht wahr? So, ich gehe nicht in die Kirche, weil da sitzen Menschen, die sind irgendwie komisch. Ja? Und wenn ich am Alex unterwegs bin oder in evangelistischen Gesprächen unterwegs bin, höre ich das auch sehr häufig. Dass sie sagen, pass mal auf, ey, die Christen, die sind so, boah, die sind so schräg und so schrecklich und die haben so komische Meinungen. Weißt du, also ich bin Mitglied in 2 Fitnessclubs, ja, und ich bin jetzt nicht die Sportskanone. Ja. Also ich nutze einen Fitnessclub eigentlich nur, um da in eine Sauna zu gehen und mich da ein bisschen auszuruhen. Aber, weißt du, im Fitnessclub, da geht man eigentlich davon aus, dass da nur diese Fitnessleute stark und kräftig sind. Nein, man geht auch davon aus, dass auch Menschen so wie ich sind, so Normalgewicht, versuchen irgendwie an ihrem Körper was zu machen.
Weißt du, und so ist es bei uns Christen doch auch. Wir kommen so, wie wir sind, in Kirche, mit all unseren Problemen, mit auch unseren verquerten Meinungen. Aber hier in der Kirche haben wir die Möglichkeit, zu Gott hin zu wachsen, stark zu werden, eine gesunde Ernährung zu bekommen, unser Mindset zu verändern, nicht wahr? Und ich fand diesen Gedanken von diesem Bild, dass der Prediger da, das ich gehört habe, fand ich einfach interessant und wollte es mit euch kurz teilen. Ich glaube, vor 2 Wochen saß ich bei mir in der Beatbox und da war ein Mädel, 16 Jahre, die war, glaube ich, zum 2. oder zum 3. Mal bei uns in der Beatbox und sie kam so auf mich zu und sagte, sag mal, Benni, bist du auch so ein Christ, der so sich an die ganzen Verbote hält? Ja, an die ganzen Verbote hält, die die Bibel so gibt. Und ich sagte, du, ich halte mich nicht an die Verbote, ich halte mich an die Gebote. Und sagte, oh, ich sage, ja, ist was anderes. Ja. Und dann habe ich sie gefragt, warst du schon mal verliebt? Und sagt, ja, ich bin verliebt. Ich bin auch gerade mit einem Typen zusammen. Ich sage, jetzt hast du dich ja für diesen einen Menschen entschieden. Fühlst du dich denn irgendwie eingeengt, unfair behandelt, weil du jetzt nur noch diese eine Person liebst, weil diese eine Person deine Welt ist und du allen anderen Jungs abgeschworen hast? Sagt sie, nein. Wenn ich bei dem Typen bin, dann bin ich zu Hause. Wenn ich bei dem Typen bin, dann geht es mir gut. Ja? Aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass sie nicht mit den 100 anderen Leuten irgendwie rummacht, sondern sie hat nur diesen einen Typen, bei dem sie zu Hause ist. Und so geht es uns doch als Christen auch, oder? Wir sagen, ey, ich will bei Jesus sein. Und wenn ich zu Jesus Ja gesagt habe, da geht es mir gut, dann bin ich, bei ihm bin ich zu Hause, da will ich sein. Ich will nicht irgendwie bei all den anderen sein, sondern ich will bei diesem Jesus sein. Und das ist für mich nichts irgendwie Eingeschränktes, Beschränktes, was mir irgendwie die Luft aus der Lunge zieht, sondern es ist etwas, was mich frei macht, was mich hält, was mich stark macht. Und die Bibel ist sehr, sehr klar, dass sie sagt, ey, Leute, wenn ihr euch von Gott abwendet, dann ist es nicht irgendwie so, dass das spurlos an euch vorübergeht. Ja? Wir müssen es verstehen. Ja? Wenn wir irgendwie wollen, dass, wenn wir irgendwie Gott in unserem Leben ausklammern, dann ist es nicht so, ja, dann geht es auch einfach irgendwie so weiter. In 5. Mose 28, 29 gibt es einen sehr interessanten Bibelvers, den ich kurz vorlesen möchte. Und in diesem Bibelvers beschreibt ja, die Bibel, oder der Schreiber, wie es Menschen ergeht, die irgendwie sagen, hey, ich lass mal 7 gerade sein und achte Gottes Gebote nicht so ernst und gehe eher nach meinen Gefühlen und nach dem, was ich irgendwie für richtig halte. Da heißt es, und du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln und wirst auf deinem Wege kein Glück haben, sondern Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang und niemand wird dir helfen. Mit einer Frau wirst du dich verloben, aber ein anderer wird bei ihr schlafen. Das passiert und so geht es Menschen, die irgendwie Gott ausklammern. Ja, und das erlebe ich in einer Hardcore-Variante bei diesen Jugendhilfeklientel, mit denen wir dort arbeiten. Die fühlen sich ständig ungerecht behandelt. Die fühlen sich ständig ausgenommen und ständig irgendwie gibt es da Beziehungsprobleme, weil der eine irgendwie dem anderen fremd geht und was weiß ich. Ja, aber das haben wir ja auch in der Gesellschaft, ja? Dass wir in einer Zeit leben, wo du dir einfach nicht mehr sicher sein kannst, ob dein Partner dir nicht irgendwie fremd geht, weil überall wird Werbung gemacht, mach hier, mach da was, ja? Sei mal irgendwie losgebunden. Ich habe eine Serie geguckt, da ging es irgendwie darum, irgendwie mehrere Beziehungen gleichzeitig zu haben und die Welt macht so viel Werbung für so viel Unfug, ja. Und wir saugen das auf und wenn wir es nicht irgendwie gut differenzieren können, dann befinden wir uns irgendwann mal einen Moment, wo wir sagen, naja, pass mal auf, ohne Gott geht es da auch irgendwie. Bis zu dem Punkt, wo du merkst, ey, ich fühle mich beraubt. Ich glaube, ich bin einfach irgendwie blind geworden. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Jesus sagt, und die Bibel sagt, in Galater 2, Vers 20, als Christ, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Hey, da ist etwas passiert in dir, in uns, wo wir uns entschieden haben, dass wir gesagt haben, hey Gott, ich glaube an dich, ich vertraue dir, dass Gott mit seinem Heiligen Geist in unser Leben eingezogen ist. Und der will aufräumen, der will nicht irgendwie Chaos schaffen in deinem Leben, sondern er will aufräumen. Und die Frage ist, lässt du ihn aufräumen? Oder sagst du, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter? Und ich möchte dazu heute unseren Predigttext vorlesen. Also all das, was ich jetzt gesagt habe, war die Einleitung. Nein, Quatsch. Ich bin ja schon drinne. Aber es gibt einen Predigttext, der heißt, steht in Johannes 15, 1 bis 11. Und ich will es für uns einfach vorlesen, um diesen Text einfach ein bisschen selbst für sich stehen zu lassen. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner.
Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Als Gärtner gesprochen, der ich keiner bin, würde ich sagen, das ist einmal eins eines Weingärtners. Ja, es funktioniert nur, die Rebe kann nur wachsen mit dem Weinstock. Ja, sie kann nicht irgendwie unabhängig davon wachsen. Ja. Aber einer dieser Leitgedanke, der hier raus spricht, ist, dass Wachstum aus Jesus kommt und zu Jesus führt. Und dass das irgendwie Christentum ist, nicht irgendwie, dass das der einzige Art von Christentum ist, das ja, in einem gesunden Verhältnis steht. Wenn ich am Alex unterwegs bin oder in vielen anderen Städten und mit Leuten über Jesus spreche, dann kommt immer wieder dieser Moment, wo sie sagen, pass mal auf, ich will mich doch nicht abhängig machen. Ihr sprecht doch immer als Christen davon, dass man sich nicht abhängig machen soll, dass man irgendwie frei sein soll. Ja? Und ihr macht euch abhängig von eurem Gott. Ja? Ich bin frei, weil ich tue, was ich will. Ich entscheide, wie meine Partnerschaft auszusehen hat. Ich entscheide, was für einen Job ich mache. Ich entscheide, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und ich fühle mich gut dabei, ich fühle mich da richtig frei. Ihr seid ja abhängig von eurem Gott. Also will ich mit eurem Glauben nichts zu tun haben. Und ich finde so dieser Gedanke, der dahinter steckt, den finde ich so irgendwie äußerst skurril. Ja? Weil es gibt so viele Leute, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Aber auf der anderen Seite haben sie sich dafür entschieden, Gott unabhängig leben zu wollen, nicht wahr? Nicht nach Gottes Geboten zu fragen, sondern irgendwie den eigenen Gefühlen und eigenen Werten irgendwie zu horchen, aber nicht irgendwie Gott zu vertrauen. Und ich habe euch auch ein Beispiel mitgebracht. Weißt du, es gibt Dinge in unserem Leben, die brauchen wir, von denen sind wir abhängig, um frei zu sein. Ja? Stellt euch vor, ich würde jetzt sagen, Ich will meine eigene Freiheit für mich leben und ich brauche den Sauerstoff nicht mehr. Die Luft um mich herum. Ich mache mich nicht abhängig von der Luft um mich herum. Ich atme ab sofort nicht mehr, weil das ist die richtige Freiheit. Ja? Ich würde eine Minute lang sprechen oder vielleicht 10 Sekunden und dann irgendwie würde ich hier abkraxeln, ich würde auf den Boden fallen und ihr würdet denken, was hat der geraucht heute Morgen? Ja? Das ist doch das, was spinnt der da jetzt rum? Der braucht doch den Sauerstoff. Der braucht das Zeug doch, damit er ja, all die Dinge, die das Leben für ihn hat, irgendwie bewältigen kann. Diese Abhängigkeit braucht er doch. Weißt du, wir sind auf einem technischen Stand von, was weiß ich, ja, wir sind so gut vernetzt weltweit, wir auch medizinisch geht es uns richtig gut. Und doch sind wir abhängig von Gott. Und doch sind wir abhängig von dem, der Leben erfunden hat. Weißt du, wenn du anfängst, irgendwie ja, die Grundlagen des Lebens irgendwie aus deinem Leben zu saugen, ja, dann wird es irgendwie schwierig. Dann wird's echt komisch. Und dann ist das keine gesunde Sache, sondern echt krank. Ich meine, stellt euch vor, wenn ich sagen würde, diese scheiß gesunde Luft in diesem Raum, ja, lasst uns doch diese gesunde Luft mal irgendwie rausschmeißen, mal gucken, wie lange wir hier überleben. Dann werden wir die richtige Freiheit entdecken. Was für ein Schwachsinn, ja? Also als Christ bin ich abhängig von Gott und gerade in dieser ja, Abhängigkeit von Gott komme ich in die Freiheit, die er für mich hat.
in Vers 10 habe ich gerade eben vorgelesen, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird euch meine Liebe umschließen, umgeben. Ja, meine Liebe wird euch umschließen, das ist eine Verheißung. Ja. Und da sage ich doch, ey, das will ich lieber. Ja. Ich will nicht umgeben sein, umschlossen sein von irgendwelchen Rentenversicherungsfonds, die vielleicht auch gut sind. Ja. Aber ich bin lieber umschlossen von einem Gott, der sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich meine, was haben wir nicht schon alles gehört in dieser Welt an Versprechungen, nicht wahr? Ich habe nicht vor, eine Mauer zu bauen. Ja, und was weiß ich, was es nicht alles gibt in der Geschichte, was Leute dir alles versprochen haben und nicht gehalten haben. Ich sage dir eins, die Welt verspricht viel, hält wenig und nimmt dir am Ende alles. Aber wenn wir Gott vertrauen und seine Gebote halten, dann wird er uns umschließen mit seiner Liebe. Er wird uns tragen. Und diesen Moment wünsche ich uns. Aber häufig ist doch so, dass wir in unserem Umfeld oder manchmal auch in diesem Mindset sind, wo wir sagen, ich nehme Jesus zu meinen Bedingungen in mein Leben rein. Jesus, du musst in meine Lebenssituation reinpassen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und wir basteln so unseren eigenen Jesus und merken dann nach einer Zeit, dass es irgendwie echt, ja, schlecht war für uns. Und ich glaube, dass wir im Glauben überhaupt nicht wachsen werden, wenn wir die Bibel nicht so nehmen, wie sie ist, wenn wir diesen Jesus nicht so nehmen, wie er ist. Und in diesen 10 oder 11 Versen, die ich gerade eben vorgelesen habe, da wird einfach klar, ja, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er dieses Leben erfunden hat, dass wir nur durch ihn heraus leben können, dass wir in einer absoluten Abhängigkeit sind, dass wir ohne ihn nichts tun können. Ihr wisst ja, wie schnell man ohne Sauerstoff überhaupt nicht mehr weiterkommt. Und mindestens genauso schnell ist es auch, wenn wir irgendwie Gott in unserem Leben ausklammern. In Lukas 9, Vers 61, das ist jetzt danach noch reingekommen in die Predigt, da heißt es, Jesus spricht zu Leuten und sagt, ihr folgt mir nach. Und einer sagt so, ich will mit dir kommen, Jesus, aber erlaube mir vorher noch, mich von meiner Familie zu verabschieden. Ja? Und Jesus sagt so, hey, so funktioniert es nicht. Und das ist schon eine krasse Aussage. Aber ich finde, der Gedanke, der dahinter steht, ist, pass mal auf, Jesus, ich habe für dich Zeit und du bist auch Gott und du bist auch vollkommen in Ordnung, aber lass mir bitte meine Jugend. Ich will mich ausleben. Ich will so alles mitnehmen. Ich will so richtig Gas geben. Ich will Party machen. Und dann hab ich Zeit für dich, Gott. Ich finde dich auch jetzt schon gut, aber jetzt ist erstmal Party angesagt oder Familie. Die sagen, na, jetzt geht es erstmal um meine Familie, jetzt geht es erstmal um meine Kinder, um meine Frau und jetzt geht es erstmal um uns. Wir bauen unser Haus und wenn wir dann noch Geld übrig haben, lieber Jesus, dann gehen wir es ins ICF. Ja? Oder woanders hin. Ins Reich Gottes. Weißt du, wenn Gott ruft und als Kind Gottes bin ich in erster Linie von ihm abhängig. Und dann sage ich, alles, was in meinem Leben ist, meine Familie, mein Beruf, meine Berufung, meine Gefühle, ich ordne sie Gott unter, weil ich weiß, dass er mich umschließen wird mit seiner Liebe. Nicht mit seinen harten Worten, sondern mit seiner Liebe. Er sagt, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Und da wollen wir ja auch nicht hin, nicht wahr? Keiner von uns sagt so, ey, ich will irgendwie ja weggeschmissen werden so und das Gefühl haben, dass Gott mich nicht gebrauchen kann. Und doch glaube ich, dass wir häufig dieses Gefühl haben, weil wir in so einer Emotion leben, dass wir sagen, ich werde Gott nicht genüge. Ich werde Gott nicht genüge und ich kenne all meine hässlichen Gedanken und wir fallen so auf der anderen Seite vom Pferd runter. Ja? Es gibt ja so zwei Seiten. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt nochmal die zweite Seite irgendwie auch nochmal betrachten. Denn wer von euch kennt das? Ne? Du hast irgendwie was Dummes gemacht oder du hast irgendwie in deinem Leben gerade so einen Moment der Reue und denkst, hat Gott mich jetzt schon abgeschnitten? Bin ich jetzt schon von ihm getrennt?
und ich bin noch nicht gut genug. Und dann kommen dir all die tollen Predigten und Menschen vor Augen, die so irgendwie ihr Leben scheinbar immer im Griff haben, aber du hast dein Leben nicht im Griff. Du hast deine Ehe nicht im Griff, du hast deine Kinder nicht im Griff, du hast dich selbst nicht im Griff und fragst dich, okay, bin ich jetzt schon abgeschnitten von Gott? Gott, siehst du mich nicht? Und wir fallen dann irgendwie von der anderen Seite runter und glauben irgendwie, dass Gott so jemand ist, der irgendwie sehr schnell im Aussortieren ist, der irgendwie sehr schnell darin ist, irgendwie ungnädig zu sein. Aber die ganze Bibel, sie macht uns doch klar und sie zeigt uns, dass Gott jemand ist, der sich vor allem in schwachen Menschen verherrlichen möchte. Der sich vor allem in Menschen verherrlichen möchte, die um ihre Abhängigkeit zu Gott wissen, die auch um ihre Fehler wissen. Vielleicht passt das nicht in unsere Theologie rein, ja? Aber der erste Mensch, der durch diese Gnade von Jesus gerettet wurde, das war kein VIP-Christ gewesen, sondern das war der Typ am Kreuz, der sein ganzes Leben lang Scheiße gebaut hat und in seinem letzten Atemzügen gemerkt hat, ey, pff, das war echt Mist, was ich da gemacht habe. Und wir dürfen dieses teuflische Mindset nicht reinkommen. Wir dürfen da nicht rein, dass wir glauben, wir sind nicht gut genug für Gott. Wir sind irgendwie schon am Ende unserer Reise mit Jesus und ich komme nicht mehr zurück. Jesus sagt, er vergibt. Und ich habe in meiner Vorbereitung diesen Spruch gelesen, nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung. Und darum geht es um deine Herzenshaltung. Weißt du, Jesus sagt dir nicht irgendwie, heute machst du das und morgen machst du jenes, sondern die Bibel und Jesus ist wie so ein Kompass. Und du musst dein Herz ausrichten wie dieses Segel und sagen, okay, Jesus, du bist der Kompass. Und ich richte mein Herz aus, dass dein Wind vom Heiligen Geist wehen kann und dass ich dorthin komme, wo du mich haben willst. Und diese Bestimmung, die du für mein Leben hast, und Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und wenn du hier bist und irgendwie denkst, boy, ich merke so, dass ich ja, diesen Drive verloren habe, dann möchte Gott heute zu dir sprechen. Dann möchte ich rufen an sein Kreuz. Er möchte dich rufen in seine Gegenwart. Und er spricht zu dir und sagt, ey, ich möchte mich in dir verherrlichen. Weil ich liebe es, mich in schwachen Menschen zu verherrlichen. Er kam, um Sünder zu retten wie dich und mich. Er kam nicht für die Gerechten, sondern er kam für die Ungerechten. Und ich lade dich ein, dass du dir wieder neu bewusst machst, wer dieser Gott für dich ist. Und wenn du heute wieder gemerkt hast, dass du ja, zurück zu Gott musst, dann lade ich dich ein, gleich auch nochmal in dem letzten Lied, das wir gleich singen, nochmal dich vollkommen auf Gott auszurichten. Und vielleicht bist du hier und du hast ja Gott noch nie in deinem Leben eingeladen. Oder du bist so irgendwie wieder von Gott voll weg. Ich lade dich ein, komm heute zum Kreuz. Er liebt dich, er liebt Sünder. Er starb am Kreuz für dich und du darfst heute eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich für mein Leben, ich habe heute auch zu mir gesprochen. Wie lebe ich meine Familie? Wie lebe ich meine Berufung zu Gott? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Ich glaube, das müssen wir uns als Väter, als Mütter immer wieder neu fragen. Weil ich lade dich ein, klär dieses Verhältnis zwischen dir und Gott und folg Gott nach. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, er wird das Licht des Lebens haben. Und es braucht diese Welt. Licht, Wahrheit, Vergebung. Ich möchte zum Abschluss beten. Und dann wird die Band ein Lied spielen. Ich lade dich dann ein, aufzustehen und nochmal Dinge mit dir und Gott klarzumachen. Jesus, ich danke dafür, dass du hier bist. Und ich danke dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass deine Wahrheit uns frei macht. Jesus, und du siehst auch da, wo wir ja, uns von dir getrennt haben. Wo wir Bereiche ausgeschlossen haben. Wo wir gesagt haben, da will ich aber König sein. Jesus, ich bete für mich und für alle hier in diesem Raum stellvertretend. Ich bete um Vergebung, Gott. Ich bete darum, dass du uns dabei hilfst, Jesus, dir nachzufolgen mit all unserer Kraft, mit allem, was wir sind, Jesus. Wir wollen in einer Zeit wie dieser, in der wir stehen, sagen, Jesus, wir gehören zu dir. Danke dafür, dass deine Liebe uns umschließt, dass deine Freude uns vollkommen macht. Danke dafür, Jesus. Amen.